Der Sack Dukaten. Es war einmal ein Mann, der in einem fernen Land lebte. Dieser Mann, wie so viele andere, kratzte etwas Geld zusammen, heiratete, baute ein nettes Häuschen und lebte, abgesehen von kleineren oder größeren Problemen, immer noch meist glücklich und sorglos mit seiner Frau. Eines Tages ging er auf den Markt, um Reis zu kaufen. Er brachte einen Sack und einen Beutel Dukaten mit, weil der Reis dieses Jahr wegen des schlechten Wetters einen hohen Preis hatte. Auf dem Markt gab es viele Leute und im Gedränge bemerkte er auf einmal, dass sein Sack verschwunden war. Er suchte überall, aber der Sack war nirgends zu finden. Traurig kehrte er ohne Sack und Reis nach Hause. Schatz, der Markt war heute so voll, dass viele Leute ihre Säcke verloren haben, fing er zu Hause mit seinem Bericht an. Du willst mir doch nicht sagen, dass du den Sack verloren hast, fragte die Frau bestürzt. Doch, genau das ist passiert, gestand er. Die Frau dachte nach und fragte: Und wo ist der Beutel mit den Dukaten? Darum sollst du dir wirklich keine Sorgen machen, antwortete der Mann ruhig. Ich habe ihn an einer Ecke des Sackes festgebunden, so geht er nie verloren.